Ja, meine Damen und Herren, zuerst freue ich mich natürlich auch, dass ich hier berichten darf aus meiner Forschungsarbeit. Und wie Ulrich Gott das schon vorgestellt hat, komme ich ja aus einer bisschen anderen Disziplin. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Betriebsinformatiker und beschäftige mich seit 1997 mit der Fragestellung, wie können wir die Interaktion zwischen dem Menschen und dem Computer einfacher, intuitiver, natürlicher gestalten. Und dazu haben wir in den letzten Jahren ein Konzept entwickelt, das sich Blended Interaction heißt, und ein Konzept, das wir zuerst einmal theoretisch entwickelt haben und dann natürlich auch, wie sich das gehört, für eine Informatik auch praktisch erprobt haben. Wir haben also eine Reihe von Systemen entwickelt und haben uns dafür Anwendungsdomänen gesucht. Denn auch praktische Erprobung heißt, die suchen sich konkrete Anwendungsdomänen und sie schauen um ihre Konzepte, ob ihre Ideen funktionieren. Und eine Anwendungsdomäne, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und die wir uns auch ausgesucht haben, neben einer Reihe von anderen, ist die Welt der Bibliothek. Bei meinen Kollegen aus der Informatik ruft das in der Regel Kopfschütteln hervor, Bibliothek, sowas Uncooles. Das ist die positive Reaktion, die negative heißt, Bibliotheken brauchen wir nicht mehr. Was machst du da überhaupt mit Bibliotheken gemeinsam? Die kann man doch eigentlich abschaffen, die brauchen wir nicht mehr in der Welt der Digitalität. Gut, meine Meinung, wie Sie am Ende dieses Vortrags sehen werden, ist eine etwas andere. Ich persönlich bin der Meinung, dass Bibliotheken sehr wohl eine Existenzberechtigung hat. Das hat einerseits ganz klar einen biografischen Hintergrund. Ich meine, meine intellektuelle Entwicklung und Leistung ist sehr stark von Bibliotheken geprägt worden. Ich danke den unzähligen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die die Bibliotheken gut gepflegt haben, mit denen ich gestöbert, gelesen und dann auch Dinge gefunden habe, die mich persönlich weiterentwickelt haben. Das heißt, ich denke, Bibliotheken waren für meine persönliche intellektuelle Entwicklung extrem bedeutsam, und zwar von Kindesbeinen an. Umgekehrt sind Bibliotheken mehr als Wissensspeicher. Das, glaube ich, ist gestern sehr schön im Vortrag von dem Herrn Schneider klar geworden. Bibliotheken sind eben auch Leseseile, wo man die Aura der Bibliothek sozusagen aufnimmt. Und ich habe eine Reihe von Doktoranden, die ihre Abschlussarbeiten, ihre Promotionsarbeiten in den Räumlichkeiten der Bibliothek der Uni Konstanz schreiben, weil sie dort quasi die Aura der Bibliothek vorfinden, ungestört, konzentriert arbeiten können. Wenn es vielleicht ein bisschen der Schlendrian einzieht, sieht man lauter strebsame Menschen um sich, das schlechte Gewissen übermannt einen und man arbeitet konzentriert weiter. Das heißt, man sollte nicht unterschätzen, dass Bibliotheken mehr sind als eben ein Wissensspeicher, sind auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, ein Hochheiratsmarkt etc. Also Bibliotheken sind wie das wirkliche Leben, unheimlich bedeutsam. Und wenn man glaubt, sie sind nur ein Wissensspeicher, dann ist es ziemlich naiv. Ich denke, das ist aber in dieser schönen Veranstaltung schon ziemlich klar geworden, dass Bibliotheken deutlich mehr sind als ein Wissensspeicher. Deswegen liegt mir diese Domäne sehr am Herzen. Und natürlich können Sie in der Bibliothek Dinge ausprobieren, die Sie jetzt vielleicht in einem Einsatzleitsystem eines Kraftwerks nicht unbedingt sofort ausprobieren wollen. Das heißt, uns geben natürlich auch Bibliotheken so ein bisschen Laborcharakter, mal unkonventionelle Konzepte und Ideen auszuprobieren. Weil im schlimmsten Fall ist halt der Benutzer verärgert und verlässt die Bibliothek oder geht zum bisherigen traditionellen OPAC und versucht dort sozusagen das Objekt der Begierde zu finden. Das heißt, es kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Deswegen ist das für uns natürlich auch ein interessanter Anwendungsbereich. Bei aller Lobhudelei jetzt für Bibliotheken konnte ich mir nicht ganz verkneifen, auch dieses kleine Zitat hier unter den Titel meines Vortrags zu schreiben. Das bringt es auf den Punkt, der normalsterbliche Benutzer geht in die Bibliothek, um was zu finden. Bei Bibliothekaren hat man das Gefühl, sie gehen in die Bibliothek, um was zu suchen. Wenn man sich das einmal semantisch auf der Zunge zergehen lässt, merkt man einen gewaltigen Unterschied, ob sie was suchen oder was sie was finden wollen. Und so sehen auch ein bisschen teilweise die Systeme in Bibliotheken aus. Sie sind eher aus dem Suchparadigma und weniger aus dem Finde-Paradigma entwickelt worden. Und mein Ansatz ist, das Ganze sozusagen stärker in die Richtung Finde-Paradigma zu treiben. Wo ich jetzt die Herausforderung sehe und wo ich auch meinen Vortrag quasi positioniere, das ist im Bereich der Gestaltung der Zugänglichkeit. Das heißt, ich lasse mich jetzt nicht auf die heiße Diskussion ein, speichern, ja oder nein oder wie. Meine persönliche Erfahrung ist, ich mache in der Regel von Dingen, die mir wirklich wichtig sind, eine analoge Sicherheitskopie. Die hat nämlich eine deutlich bessere Halbwertszeit als digitale Sicherungskopien. Würde ich Ihnen auch empfehlen. Und in der Welt der Drucker und 3D-Drucker können Sie auch von Dingen Ausdrucke machen, die sozusagen eigentlich dreidimensional sind. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich auch noch die analoge Welt als Wissensspeicher in der Hinterhand zu halten. Aber hier geht es explizit nicht um Speichern, sondern um die Zugänglichkeit. Und ich denke, es ist eine wichtige Herausforderung, denn was nutzen uns all die wunderschönen Speicher, Wissensspeicher, wenn sie der Normalsterbliche nicht in der Lage ist zu benutzen, wenn er quasi den Zugang zu den Inhalten nicht findet. Also für die breite Nutzung, denke ich oder bin ich überzeugt, ist das quasi erfolgskritisch und das ist nicht für jemanden, der Mensch-Computer-Interaktion als Forschungsfeld hat, eine interessante Herausforderung. Und
Was wir so versuchen mit unserem Paradigma Blended Interaction, auf das ich dann noch ein paar Worte verlieren möchte, ist quasi die Entwicklung von neuen Qualitäten der Zugänglichkeit. Immer verbunden in der Hoffnung, dass diese Qualitäten auch tatsächlich das bewirken, was wir uns erwarten, nämlich dass die Zugänglichkeit zu den Systemen reichhaltiger, muss nicht immer besser werden, aber zumindest reichhaltiger, anders, neuartiger wird. Entweder indem man sie versucht, intuitiver, also natürlicher zu gestalten, den Rechercheprozess transparenter, nachvollziehbarer zu machen, nicht nur den einzelnen Benutzer im Blick hat einer Bibliothek, sehr oft wird auch in einer Bibliothek kollaborativ recherchiert, gerade in wissenschaftlichen Bibliotheken, und viel stärker integrativ, indem man eben sozusagen auch den Inhalt eines Wissensspeichers beispielsweise in den digitalen Alltagskontext stellt. Und das ist im Prinzip jetzt auch quasi die Kurzfassung meines Vortrags, nämlich zu diesen vier Eigenschaften, Qualitäten, möchte ich Ihnen ein paar Beispiele aus praktischen Projekten bringen, um Ihnen zu zeigen, wie sowas aussehen könnte. Es ist immer ganz gut, mit einem kurzen historischen Abriss zu beginnen. Wenn ich mein eigenes Benutzerleben als Bibliotheksbenutzer noch einmal Revue passieren lasse, so bin ich beispielsweise als Student der Universität Wien in den frühen 80er Jahren, 81 habe ich zu studieren begonnen, mit dieser Art eines Zugangs konfrontiert worden, nämlich der berühmt-berüchtigte Zettelkatalog, wo ich dann eben nach Schlagworten oder Autoren suchen konnte, dann wunderschöne gelbe Leitzettel ausfüllen musste, die ich dann abgegeben habe in einem eigenen Fächlein und am nächsten Tag angsterfüllt geguckt, wie viele von den gelben Zetteln sind jetzt hoffentlich nicht zurückgekommen, weil wenn sie nämlich zurückkamen, hieß es, das gute Ding war ausgeliehen, das wusste ich nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, und wenn es nicht ausgeliehen war, dann ging ich zu einem anderen Schalter und habe mir dann sozusagen die Bücher abgeholt. Dazwischen gab es einen netten Magazineur, der in die Katakomben der Bibliothek der Uni Konstanz gestiegen ist und dort hoffentlich meine Bücher gefunden hat. So, das war meine erste Erfahrung der Zugänglichkeit zu Bibliotheken. Es gibt heute noch teilweise Bibliotheken, die so funktionieren, aber es hat sich natürlich schon etwas getan in dem Bereich, nämlich durch den Einzug des Computers, und jetzt kommt quasi meine Disziplin ins Spiel, nämlich die Mensch-Computer-Interaktion und damit natürlich auch die Informatik, weil wir sind eine Teildisziplin der Informatik, war dann die Entwicklung der sogenannten Online Access Kataloge, also ein OPAX, dieser Open Public Access Catalog Systems oder Online-Katalogen, die natürlich den Vorteil hatten, etwas flexibler zu sein und man vor allem sofort die Rückmeldung bekommen hat, okay, das Buch ist entlehnt, kann man vielleicht vormerken oder es ist eben jetzt quasi verfügbar, und dann hat der nette Magazineur das sozusagen trotzdem erst am nächsten Tag mehr aushändigen können, das heißt aber immerhin. Allerdings, die Benutzbarkeit dieser Systeme und jeder, der damit gearbeitet hat, vor allem mit den frühen OPAX, ließen von der Benutzbarkeit stark zu wünschen übrig, denn sie sind ganz klar aus dieser Search-Perspektive. Wenn Sie also mit Boolscher Operatoren vertraut waren und sich sozusagen auf die Logik eines Bibliothekars als mentales Modell eingelassen haben, dann konnten Sie mit diesem OPAX was finden. Wenn Sie das aber nicht getan haben, dann hatten Sie massive Probleme, etwas zu finden, und Sie hatten entweder gar keine Treffer, denn es war das Modell der exakten Suche dahinter, oder sie hatten eben Trefferanzahlen, die sie einfach erschlagen haben. Es war also extrem schwierig, mit diesen Systemen zurande zu kommen. Also auch hier die Zugänglichkeit durchaus ausbaufähig. Der Erfolg der Web-Suchmaschinen hat natürlich auch dazu geführt, dass Kataloge im herkömmlichen Sinn unter Druck geraten sind. Man musste sich was Neues einfallen lassen, und quasi jetzt der neueste Schrei, wobei der auch nicht mehr so ganz neu ist, gibt es auch schon über 10 Jahre, das sind die sogenannten Resource Discovery Systeme. Eines davon können Sie auch in Konstanz nutzen, das nennt sich ConSearch, die Literatursuchmaschine der Universitätsbibliothek Konstanz, die eben jetzt schon ein anderes Paradigma verfolgt, nämlich im Prinzip den berühmt-berüchtigten Suchschlitz, wo die Benutzer, wie sie es eben von einer Suchmaschine gewohnt sind, ihre Suchbegriffe eingeben können, und dann kommt eben nicht eine exakte Treffermenge sozusagen, sondern es kommt quasi eben eine nach Relevanz, wie immer sich diese Relevanz berechnet, sortierte Liste, und sie haben eben Facetten, nach denen sie auch facettiert filtern können. Also völlig anderes Paradigma, sehr stark von den Suchmaschinen sozusagen beeinflusst und der heutigen quasi Erwartungshaltung den Benutzern stark entgegenkommen. Sicher ein Schritt in die richtige Richtung, verglichen jetzt mit den herkömmlichen OPAX-Systemen, was die Zugänglichkeit betrifft. Wenn Sie das Glück haben, an einer Bibliothek zu studieren wie an der Universitätsbibliothek Konstanz, dann haben Sie auch demnächst bald wieder vollumfänglich Zugang zum Freihandbestand und können dann, wenn Sie die Signatur sich gemerkt haben oder auf Ihrem Online-Gerät mitnehmen, Smartphone, Tablet, direkt eben hier über die Signatur entsprechend ans Regal gehen und dort sich dann das Objekt der Begierde sozusagen gleich mitnehmen. Oder, wunderschön, man kann auch ohne diesen Umweg direkt ans Regal gehen und nach Fachgebieten browsen und kann sich inspirieren lassen, was man nicht unterschätzen sollte.
als Qualität, wie ich noch näher ausführen möchte. Was Sie jetzt hier sehen in meiner nächsten Zusammenfassung ist kurz der Stand der Kunst, wie ich ihn sehe, jetzt stark natürlich aus der informatischen Sicht geprägt, dass die heutigen Systeme in Bibliotheken ja noch sehr stark traditionell auf diesem Desktop-PC setzen, wenn überhaupt noch verfügbar, oder das ist eine Aufnahme aus Konstanz. Sie sehen hier, bringen die Benutzerinnen und Benutzer ihren eigenen Laptop mit, dass sie stellen quasi eigenes Recherchewerkzeug, sind übers WLAN verbunden und nutzen aber traditionelle grafische Benutzungsoberflächen mit Maus und Tastatur als Eingabemöglichkeit. Online-Kataloge, wie gesagt, OPAX, geringe Benutzbarkeit, Literatursuchmaschinen gehen in die richtige Richtung. Fokus ist aber nach wie vor sehr stark auf Einzelbenutzung, obwohl es natürlich auch schon Gruppenarbeitsplätze gibt, in vielen Bibliotheken mittlerweile, auch in Konstanz, wo eigentlich Gruppenarbeit im Prinzip möglich wäre, neben dem traditionellen Lesesaal. Dann strikte Trennung zwischen dem realweltlichen Stöbern am Regal und dem eigentlichen der digitalen Recherche. Und die beiden Welten stehen eigentlich für meinen Begriff ziemlich unverbunden nebeneinander. Und dann auch die fehlende Integration des Bibliotheksbestandes in den Alltagskontext, vor allem in den digitalen Alltagskontext, was ich darunter meine. Darauf möchte ich dann später noch ein bisschen näher eingehen. Das heißt, da besteht aus meiner Sicht, was die Stand der Kunst betrifft, doch einiges, was ausbaufähig ist. Und das war zum Glück auch die Meinung des Landes Baden-Württemberg, die uns ein Projekt finanziert haben von 2011 bis 2014 unter intensiver Beteiligung von Frau Hetscher von der Universitätsbibliothek Konstanz. Das ist sozusagen einer der Partner. Wir hatten dann auch die Universitätsbibliothek in Tübingen und das Institut für Wissensmedien in Tübingen mit an Bord. Und wir hatten als weitere Bibliothek die Bibliothek der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur mit an Bord. Und für diese Bibliotheken konnten wir prototypische Systeme entwickeln, die die Defizite, die ich jetzt vorhin kurz erwähnt habe, versuchen zu überwinden oder zumindest alternative Zugangswege zu erproben. Was Sie auf der Folie sehen, ist eines von vielen Ergebnissen, eine Untersuchung, eine Online-Befragung, die wir am Beginn des Projektes oder relativ am Beginn des Projektes gemacht haben, um einfach mal herauszufinden, wie schaut denn das Nutzungsverhalten in Bezug auf Medien aus in der Bibliothek der Uni Konstanz. Wir hatten also eine relativ beachtliche Rücklaufquote von knapp 700 Studierenden, aber auch wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Universität Konstanz. Und naja, das totgesagte Buch ist nach wie vor sehr, sehr lebendig, wie Sie hier sehen. Und auch die Printmedien in Form von Zeitschriften wurden zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr intensiv genutzt. Das heißt, ich gehe davon aus und bin davon überzeugt, dass wir noch sehr lange auch in Bibliotheken, in wissenschaftlichen Bibliotheken, eine Koexistenz zwischen digitalen und analogen Medien haben werden. Und dass eigentlich die Herausforderung besteht, diese beiden Welten näher zueinander zu bringen. Das heißt, das sind die Vorteile der physischen Bibliothek auf der einen Seite, die ich ja schon kurz einmal erwähnt habe und die der digitalen Recherche, die unstreitbar sind, vergleichen mit dem alten Zettelkasten und alle Regale der Bibliothek der Universität Konstanz abzubrausen, es kann auch relativ mühsam werden. Das heißt, es hat natürlich schon Sinn, auf digitale Recherchewerkzeuge zurückzugreifen, aber eigentlich wäre es optimal, wenn wir eigentlich das Beste aus beiden Welten verbinden können. Und daher auch der Begriff des Blended oder der Blended Library, ein Begriff, der bei uns mehrfach Bedeutung hat, einerseits Verschmelzen der digitalen und der realen Welt, aber eben auch im Sinne unseres Interaktionskonzeptes, das ich jetzt ganz kurz an einer einzigen Folie hier erläutern möchte. Unter Blended Interaction verstehen wir jetzt im Wesentlichen jetzt kurz zusammengefasst nichts anderes, als möglichst stark an den Vorerfahrungen, den Alltagserfahrungen der Benutzer anzuknüpfen und die Interaktion mit dem Computer so ähnlich wie die Art und Weise zu machen, wie in der realen Welt interagieren, möglichst all unsere Sinnesmodalitäten in die Interaktion mit einzubeziehen, eben nicht nur Maus und Tastatur. Unsere Erfahrung der Alltagsphysik, wie wir unsere sensomotorischen Fähigkeiten, unsere räumliche Orientierung, wie wir uns im Raum bewegen, aber auch unsere sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie wir zusammenarbeiten als Gruppe, als Team. All diese Aspekte, die wir sozusagen als Themen der realitätbasierten Interaktion bezeichnen, versuchen wir als Inspirationsquelle, als Ansatzpunkt zu verwenden, um Systeme zu bauen, die eben sich durch einen höheren Grad der Benutzbarkeit, man kann es auch intuitiver sind, bezeichnen, zu realisieren. Das erste System, das ich Ihnen vorstellen möchte, wurde stark inspiriert von dem Ergebnis der Befragung, nämlich, dass die Benutzer
neben Websuchmaschinen nach wie vor, wie Sie sehen, unschlagbar. Benutzer recherchieren natürlich mit Websuchmaschinen, auch wenn sie Online-Kataloge anbieten, die sich daran orientieren, wobei das mag sich mittlerweile geändert haben. Da war das System noch relativ neu im Einsatz. Es kann sein, dass es mittlerweile sozusagen den lokalen Katalog abgelöst hat. Wie auch immer, Suche am Regal wurde von einer großen Menge der Befragten, immerhin 56%, als wichtig, wertvoll erachtet. Es kam dann noch bekannterweise der Zustand hinzu, dass man gerade zu dem Zeitpunkt aufgrund der Asbestbelastung sehr wenig an Regalen browsen konnte. Aber man weiß eben, und das deckt sich ja nicht nur mit den Ergebnissen, die wir gefunden haben, es gibt viele empirische Untersuchungen dazu, dass das Suchen am Regal, wenn es eben die Möglichkeit gibt, in Freihandbibliotheken extrem positiv gesehen wird und dass die Benutzer eigentlich erwarten und eine wichtige Qualität für sie im Rechercheprozess ist. Okay, das deckt sich natürlich auch mit den Erfahrungen, die wir bei der alltäglichen Beobachtung von Benutzern in den Freiheitsbestand gemacht haben. Und sagen wir, ein Aspekt, der da sicher zum Tragen kommt, ist der berühmt-berüchtigte Serendipity-Effekt oder Serendipitätseffekt, der eben diesen zufälligen Befund, diese zufällige Beobachtung, die zu einer überraschenden Entdeckung führt, beschreibt. Und jeder von Ihnen hat sicher schon einmal diesen Serendipity-Effekt gehabt, egal ob er wusste, dass er so heißt oder nicht, aber meine eigene Biografie ist geprägt von vielen solchen Zufallsbefunden, die für meine weitere wissenschaftliche Karriere essentiell waren. Wir hatten heute auch ein schönes Beispiel dafür, wobei hier hat jemand dem Zufall sozusagen auf die Sprünge geholfen, aber wie auch immer, jeder von Ihnen hat sicher schon einmal diese Erfahrung gemacht und dieser Serendipitätseffekt ist sicher etwas, der nicht verloren gehen sollte durch die Digitalisierung oder durch die digitale Recherche. Und das war auch der Ausgangspunkt des Systems, das ich Ihnen jetzt hier kurz zeige. Sie sehen hier einen Forschungsprototypen, der realisiert worden ist im Rahmen des Projekts Blended Library. Sie sehen hier die Gesamtbestand der Bibliothek der Uni Konstanz als quasi simuliertes digitales Bücherregal, allerdings sehr realistisch, naturalistisch. Die Cover sind die Originalcover, die Breite ist die Originalbreite und auch wir haben es dann versucht, möglichst real zu gestalten. Sie können hier jetzt natürlich Filterkriterien definieren, was Sie im normalen Regal nicht können. Sie können quasi sich auf bestimmte Fachgebiete fokussieren. Sie können hier eben weiter sortieren, nämlich beispielsweise nach Farbe. Sie schreiben eine Dissertation über alle rosafarbenen Bücher der Uni Konstanz oder die Ticke. Je dünner ein Buch, desto beliebter bei Studenten in einem bestimmten Fachgebiet. Extrem hilfreich für Studierende. Sie greifen das Buch an, es kommt davor, Sie sehen, Sie kriegen mehr Informationen zu diesem Büchlein und können jetzt Ihr mobiles Gerät, das natürlich heute jeder Benutzer dabei hat, verwenden, um einerseits festzustellen, wo steht das Ganze eigentlich im Freihandbestand der Uni Konstanz, indem Sie Ihren kleinen Lageplan bekommen über Webschnittstelle und dann eben sich zum Regal bewegen, also in die digitale Welt führt mich jetzt zur analogen Welt hin. Das ist das eine, oder Sie gehen sofort in den Open-Access-Katalog oder den Online-Katalog und können das Buch sofort ausleihen oder reservieren, wenn es eben jetzt quasi nicht zu haben wäre. Sie können neben diesen quasi vordefinierten Facetten und Sortierkriterien, die natürlich wichtig sind, als eine Möglichkeit, diesen Bestand von über 2 Millionen Medien einzuschränken, können Sie natürlich auch suchen. Auch hier gibt es einen Suchschlitz. Sie können entweder im Bibliothek, im Regal suchen, das Sie gerade vor sich haben, oder Sie können auch im Gesamtbestand suchen. Also hier gibt jemand jetzt Interaction ein. Und Sie sehen schon alle Bücher, die nach hinten verschwinden, die treffen, also sie verschwinden nicht, aber sie wandern hinter das Regal, sind also nicht relevant. Nur die Bücher, die im Regal stehen bleiben, die sind relevant, die erfüllen dieses Suchkriterium. Und Sie können eben sich dann diese Bücher anschauen, die Ihrem Suchterm entsprechen. Das ist im Prinzip dann die klassische Keyword-Search-Ansatz, den wir hier auch integriert haben und wie gesagt, das geht eben nicht nur auf der Ebene des bereits vordefinierten Regals, sondern es geht eben auch über die Gesamtkollektion, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt im Gesamtbestand der Bibliothek der Uni Konstanz recherchieren, zumindest in dem Forschungsprototypen. Der steht hier in der Bibliothek, in einem der Räumlichkeiten der Bibliothek, die jetzt noch zugänglich sind und dort haben wir das System auch einige Wochen erprobt. Und das Feedback war eigentlich extrem positiv von den Studierenden, aber auch von Seiten der Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und das hat eben dazu geführt, dass es mittlerweile ein kommerzielles Produkt geben wird, muss man sagen, ist noch in Entwicklung. Deswegen hier Zwischenstand, Achtung, Zwischenstand, Hybrid Bookshelf, ein System, das gerade entwickelt wird, nicht mehr von meiner Arbeitsgruppe, das macht mittlerweile eine kommerzielle Firma, aber unser System stand quasi Pate für dieses System, das sehen Sie jetzt hier, Sie können auch hier, wie Sie sehen, filtern,
Also die Konzepte wurden im Wesentlichen übernommen. Die visuelle Präsentation hat sich etwas verändert. Es wurden schon einige Aspekte verändert. Es wurde auch Town to Earth gestrickt. Die Dinge, die im Forschungsprototyp möglich sind, sind hier jetzt nicht alle möglich, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, die grundsätzliche Idee, das Prinzip wurde hier jetzt oder wird hier umgesetzt und realisiert. Und das System wird dann auch, sobald die Eröffnung der Bibliothek stattfindet, wieder in der Bibliothek der Uni Konstanz im Einsatz sein. Also Sie sehen hier, der Mitarbeiter von mir, der zeigt jetzt mal kurz die Funktionalität, wie Sie da eben recherchieren können. Sie können dann eben auch hier sortieren innerhalb des Regals, nach Autoren, nach Relevanz entsprechend. Sie können euch auch dann ein Buch aus dem Regal rausholen. Auch diese Funktion ist hier. Sie bekommen dann hier weiterführende Informationen, nicht nur den Klappentext, alles was halt sozusagen der Katalog an Informationen hergibt. Auch hier gibt es dann die Möglichkeit, die Verbindung zu dem Online-Katalog der Bibliothek herzustellen und festzustellen, ob das Buch entlehnt ist oder nicht und ob Sie es sozusagen vormerken müssen oder auch sofort gleich ausleihen können. Das sehen Sie dann hier jetzt dargestellt, was ist und so quasi noch verfügbar ist. Und Sie haben auch hier wieder die Möglichkeit, natürlich das jetzt in Ihr mobiles Gerät zu übernehmen, mitzunehmen sozusagen. Im Idealfall, wenn es ein E-Book wäre, können Sie es sozusagen sofort runterladen und lesen. Und ich würde sagen, das ist nachher auch eine Möglichkeit, dieses Hybrid Shelf, um E-Books wieder eine gewisse Materialität zurückzugeben. Aber was sind E-Books? E-Books haben keine Materialität mehr. Die sind komplett in der digitalen Welt verschwunden. Aber Sie können sie quasi über dieses Hybrid Bookshelf wieder einer gewissen digitalen Materialität zuführen und können dann quasi diesen Browsing-Effekt, den wir vom analogen Bücherregal können und kennen, auch hier wieder nutzen und einsetzen. So, das war jetzt ein Ergebnis, das ich jetzt bewusst auch ausgewählt habe. Wir hatten eine Reihe von Ergebnissen, aber das ist ein Ergebnis, das es sozusagen geschafft hat aus dem Forschungslabor in hoffentlich bald im Bibliotheksalltag. Ich möchte ein zweites Beispiel bringen, das ähnlich es geschafft hat, vom Forschungslabor in den Bibliotheksalltag zu kommen. Das nennt sich Feather Church und versucht eben die kollaborative Suche zu unterstützen, wie Sie es hier sehen. Anderer Formfaktor jetzt, hier ein digitaler Tisch, Multitouch-Tisch mit physikalischen Objekten drauf, die ich gleich erklären werde, was die bedeuten. Hier sehen Sie, es sind vier Studierende, die gemeinsam an einer Hausarbeit arbeiten, recherchieren. Es geht sogar um ein historisches Thema, Caesar und Rubikon. Und wie zufällig passt der wunderbar zu dieser Veranstaltung. Und Sie werden jetzt einmal dann in einem kurzen Video auch sehen, wie das System funktioniert. Wir wollen Ihnen die wichtigen Aspekte vorweg erklären, damit Sie dann auch mehr vom Video haben. Was ist eigentlich die Grundidee? Grundidee ist, die Suche begreifbar zu machen, doppelten Wortsinn, nämlich begreifen im Sinne von verstehen, wunderschönes Wort, und es wirklich physisch begreifbar zu machen. Und das machen wir mit diesen physikalischen Bausteinen, diesen Tokens, wie wir das bezeichnen. Es gibt ein sogenanntes Stichwort-Token, das Sie aufstellen können, dann können Sie über, wie Sie es von einem normalen Suchschlitz her kennen, eben auch Suchterme eingeben. Es gibt einen sogenannten Facetten-Token, wo Sie im Prinzip die Möglichkeit haben, sehen Sie hier jetzt aus dem Konstanzer Consearch-System übernommen, eben hier können Sie eben Facetten abbilden, indem Sie eben hier Facetten auswählen können und spezifizieren können. Zweite wesentliche Komponente eines jeden Recherchesystems und die dritte, Sie wollen natürlich auch Ergebnisse sehen. Dazu gibt es eben diesen Ergebnisbaustein oder Token und dann bekommen Sie eben eine Ergebnisdarstellung. Zwar alles ein bisschen anders als hier dann, weil das sind jetzt quasi nur die, der Connex zum existierenden System, um Ihnen klarzumachen, wieso wir genau diese drei verschiedenen Typen von physikalischen Objekten genutzt haben. Und was machen Sie damit? Sie bauen im Prinzip eine visuelle Filterstraße auf, eine Filterkette, machen quasi den gesamten Rechercheprozess transparent und jeder kann gleichberechtigt in diesen Prozess eingreifen. Und Sie sehen, Sie können damit eigentlich auch, ohne dass es die Benutzer merken und wissen, Boolsche Operatoren einsetzen, weil was Sie hier machen, nichts anderes ist eine Verundung. Alles, was hier quasi an Rechercheergebnissen rauskommt, nachdem Sie dieses Filterkriterium definiert haben, geht quasi in diesen Tatenstrahl, in das nächste physikalische Objekt, wird hier weitergefiltert und hier weitergefiltert, wie in einer guten alten Filter- oder Siebstraße. Und das Ganze können Sie eben natürlich jetzt auch parallel machen. Sie können mehrere solche Siebstraßen aufbauen. Also das ist quasi die Verundung und wenn Sie die zusammenführen, ist das im Prinzip nichts anderes als wie ein Poolsches Oder, das Sie hier quasi implizit formuliert haben, ohne dass Sie es eigentlich können müssen, wissen müssen als normaler Benutzer und dann können Sie sich die Ergebnisse über dieses, und den Baustein können Sie überall reinstellen, wenn Sie die Ergebnisse sehen wollen, die jetzt hier rauskommen, hier sind, der muss nicht hier am Ende stehen, dann können Sie überall platzieren und können Sie jederzeit die Ergebnisse anschauen, Sie können das jederzeit ändern. Ein Vorteil ist natürlich auch nicht nur die Poolschen Operatoren,
sondern sie schafft natürlich auch hohe Transparenz des Prozesses. Wenn Sie wenig Treffer haben, dann können Sie feststellen, okay, dieses Kriterium filtert extrem stark. Müssen wir uns überlegen, ob wir das nicht verändern? Müssen wir die Suche erweitern oder umgekehrt, dass dieses Kriterium kann dafür verantwortlich sein, dass wir extrem viele Treffer haben. Also müssen wir sozusagen das entsprechend einschränken. Und das gibt Ihnen quasi ein visuelles Feedback, das Sie in der Form beim herkömmlichen Recherchesystem niemals haben. Und es ist eben auch quasi, Sie können parallel arbeiten. Also jeder von denen kann gleichberechtigt Multitouch. Sie können zur gleichen Zeit im Gegensatz zur Maus und Tastatur, wo gilt, wer die Maus hat, hat die Macht. Das gilt hier nicht mehr. Jeder kann hier touchen zur gleichen Zeit. Filter, solange der Tisch groß genug ist und Sie genug Steine haben, können Sie hier Filterketten, Filterstraßen aufbauen. Kleines Video vorbereitet, das wir zur Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Abschlussworkshops gemacht haben, wo wir dem Geldgeber gezeigt haben, wofür wir sein Geld verwendet haben, wie wir es quasi elegant entsorgt haben. Wir haben also hier quasi eine kleine Szene gedreht in der Bibliothek der Uni Konstanz, wo wir jetzt quasi in unser Neudeutsch Living Lab gehen. Wir haben einen der Gruppenarbeitsplätze freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir unser Labor aufbauen durften. Hatte den Vorteil, dass wir jederzeit Studierende reinholen konnten und die Systeme ausprobieren und explorieren und testen konnten. Und hier sehen Sie jetzt quasi das System im Einsatz. In diesem Video wird es kurz erklärt. Also die drei sind schon hier, die machen jetzt ihre Seminararbeit. Der registriert sich, so ist jetzt in der Gruppe quasi mit aufgenommen und die legen eben los mit der Recherche zu ihrem Thema Cäsar und Rubikon und beginnen quasi jetzt den Rechercheprozess gemeinsam, indem sie sich überlegen, wie sie mit Hilfe von Facetten und Stichworten unter Verwendung eben des vorhin gezeigten Facet Search das Ganze sozusagen kollaborativ gemeinsam durchführen können. Also im Prinzip stellen Sie jetzt eben hier die Bausteine auf und das ist quasi ein tatsächlich funktionierendes System. Wir recherchieren hier wirklich in den über 2 Millionen Medien der Bibliothek der Uni Konstanz. Sie können jetzt quasi hier, sehen Sie schon, das Ergebnis hier rein, filtern, weiterfiltern, können hier jetzt Suchterme eingeben, das ist ja quasi der Keyword-Token, also das Suchterm-Token. Verzeihung, immer dieses Englisch-Deutsch-Gemische hier. Und ja, Sie können dann eben auch den Ergebnisbaustein aufstellen und können jetzt sagen, okay, ich hätte gerne die Ergebnisse von dieser oder dieser Filterstraße mit einer Oder-Verknüpfung. Und Sie sehen, das sind gut, es bleiben 60 Ergebnisse über. Die können wir uns jetzt dann anschauen. Das haben wir bewusst hier nicht auf diesem Display gemacht, sondern hier jetzt in unserem Labor haben wir die großartigen Platzmöglichkeiten genutzt, indem wir eben ein großes Display verwendet haben. Man kann das natürlich auch mit kleineren Displays machen, das sehen Sie eben hier, wo Sie im Prinzip jetzt die Ergebnisse in einer Listendarstellung sich anschauen können, mehr Informationen und können dann die Dinge, die interessant und relevant sind, sich anschauen. Das Ganze ist auch mobil verfügbar. Die Dame geht jetzt zum Freihandbestand und holt sich das entsprechende Buch. Die anderen können weiter quasi recherchieren, können jetzt umschalten beispielsweise auf unser Bookshelf, können schauen, ob es nicht noch andere interessante Bücher gibt, die thematisch dazu passen. Wenn Sie was finden, was Sie glauben, das passt auch noch dazu, kann man das der Dame sozusagen auf ihr mobiles Gerät, auf ihr Tablet schicken. Die bekommt jetzt quasi Informationen oder gibt es noch ein anderes interessantes Buch und sie nimmt es dann auch noch mit. Also Sie sehen so, das ist auch wirklich das Zusammenspiel zwischen digital und real. Also wie kommt man quasi von der Recherche dann wirklich ans Objekt der Begierde und das ist hier quasi jetzt einmal exemplarisch realisiert worden. Das System wird auch tatsächlich genutzt. Ein Bild aus dem Bibliotheksalltag. So schaut jetzt der Tisch aus, wie er momentan verbaut ist, in der Bibliothek der Uni Konstanz, real, keine gestellte Aufnahme, was Sie hier sehen. So war bis jetzt der Arbeitsplatz. Das ist der Benutzerservice-Bereich, wo die Leute eben beraten werden, wenn sie in die Bibliothek kommen und eine Frage zur Recherche haben. Sie sehen Sie, die Leute waren auch clever und haben erkannt, riecht es nur am Bildschirm und jemand da unten über die Schulter schauen, das kann es wohl nicht sein. Also haben sich hier zwei Monitore verbaut, spiegeln den Inhalt. Hier sitzt normalerweise der Herr oder die Dame, die die Beratung durchführt. Sie sehen auch hier noch eine zweite Maus, freundlicherweise für die Benutzer. Und Sie sehen das quasi jetzt hier normalerweise den Inhalt, den er hier sieht oder sie hier sieht. Und hier sitzt normalerweise der Bibliotheksbenutzer und sieht dann quasi die Recherche, die Rechercheergebnisse und hier kann quasi das Beratungsgespräch in dieser blockierten Art und Weise stattfinden. Oder Sie gehen eben an den Tisch und beraten jetzt den Benutzer bei der Recherche, erklären eine verschiedene Recherchestrategie, helfen dabei und bekommen hier dann die Ergebnisse unmittelbar dargestellt. Feedback der Leute, die hier arbeiten, ist extrem positiv. Wir haben es schon mehrfach befragt. Wir wollen es jetzt noch systematisch untersuchen. Sie sagen, der Beratungsalltag wird wesentlich einfacher, angenehmer für Sie. Und das ist momentan das Einsatzszenario von diesem Facet Search System. Wir hoffen natürlich, dass es nicht nur
unter Beobachtung funktioniert in Zukunft, sondern dass es eben dann auch für diese kollaborativen Aspekte in der weiteren Ausbaustufe der Bibliothek genutzt werden kann, wie sie auch gedacht war in seiner Realisierung. Ich bin jetzt relativ viel aus dem Bereich von wissenschaftlichen Bibliotheken berichtet. Ich möchte auch noch einen kleinen Blick in die Welt der öffentlichen Bibliotheken tun, denn auch öffentliche Bibliotheken sind ja durchaus spannende Versuchslabore. Allerdings ticken die auch ein bisschen anders als wissenschaftliche Bibliotheken. Das hat unsere Recherche gezeigt. Im Rahmen eines Projektes, wo wir auch mitwirken dürfen, freundlicherweise, Lernort Bibliothek. Wir wechseln jetzt hierher nach Nordrhein-Westfalen, passt sehr gut. Wir bekommen hier eine finanzielle Unterstützung von Seiten des Ministeriums für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, das ist ein langer Titel, des Landes Nordrhein-Westfalen, die meine Initiative Lernort Bibliothek finanzieren. Und diese Initiative gibt auch Geld für das Projekt, das wir jetzt durchführen, nämlich diesen Quellentaucher. Wird betreut von Frau Petra Bühning und Herr Dirk Ehlen. Die sind dann dort dafür zuständig, für die öffentlichen Bibliotheken. Es sind eine Reihe von Pilotbibliotheken involviert. Meine beiden Doktoranden Jens Müller und Simon Butscher sind die wahren Helden der Arbeit, die für diese Realisierung dieses Systems zuständig sind. Wir haben 2013 begonnen. Das Projekt läuft noch bis 2015. Ich will Ihnen kurz erklären, worum es jetzt hier geht im Bereich öffentlichen Bibliotheken. Sie sehen hier wichtige Aussage aus dem Bericht zum Projekt Lernort Bibliothek: Die Entwicklung und Umsetzung digitaler Services und Angebote ist die Aufgabe, die für die Zukunft öffentlicher Bibliotheken entscheidend ist. Damit sind wir auch ins Boot gekommen. Unser Job ist genau das zu tun, einmal zu zeigen, was könnten solche zukünftigen digitalen Services und Angebote sein. Wir haben freundlicherweise die Genehmigung bekommen, das in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln auszuprobieren. Sie sehen hier die fleißigen Doktoranden und den Herrn Ritzi von unserer Schreinerei der wissenschaftlichen Werkstätten, die hier binnenfleißig innerhalb eines Tages die komplette Installation hochziehen, um dann das Ganze wirklich vor Ort erproben zu können. Das heißt, wir sind Mitte letztes Jahr, also 2014, haben wir das System aufgebaut. Davor haben wir es eben konzipiert, Vorortstudien, Feldstudien durchgeführt, mehrere Wochen in den verschiedenen Niederlassungen der Stadtbibliothek Köln, nicht nur in der Zentralbibliothek, und haben dann basierend auf diesen Erfahrungen uns neue mögliche Serviceangebote, digitale Serviceangebote überlegt, wie man sie in öffentlichen Bibliotheken unserer Meinung nach in Zukunft einsetzen könnte. Und die sind wir gerade dabei zu erproben. Das System ist seit Januar in der endgültigen Ausbaustufe vorliegend. Ich will Ihnen jetzt die beiden Ausbaustufen kurz zeigen. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten, nämlich der Komponente Expedition. Der schöne Titel Tiefenrausch hat uns eben zu diesem Titel inspiriert. Expedition, das geht mir ums explorative Erkunden, um Stöbern. Und was wir hier gebaut haben, ist einmal ein System, das versucht einerseits die Daten des digitalen Alltags mit den aktuellen Daten der Bibliothek zu kombinieren, zu verbinden, also quasi ein Brückenschlag zwischen digitalen Alltag und Bestand des Wissensspeichers, neue Einstiegsmöglichkeiten in die Recherche zu bieten, natürlich wiederum real und digital zu verknüpfen und das Ganze auch ein bisschen spielerisch attraktiver zu machen, eben sicher auch, wie man das für öffentliche Bibliotheken erwarten kann. So, eben jetzt hier das System, wie es funktioniert, kurz in einem Video erklärt. Sie sehen also hier, der Benutzer tritt an das System heran und was er hier kurz sieht, mal kurz anhalten, es gibt solche Vorschaukacheln, die sich hier befinden auf dem System, die im Prinzip vom Kölner Stadtanzeiger gefüttert werden. Das heißt, für uns heißt einmal digitaler Alltag Kölner Stadtanzeiger. Dann dürfen wir anzapfen und wir bringen hier mal eine Reihe von aktuellen Meldungen aus Sport, Politik, Kunst, Klatsch und Tratsch. Und die wabern hier sozusagen vorbei oder kann man sich quasi anschauen und quasi explorativ erkunden. Wenn dann was interessiert, dann toucht man das Ding an und es dreht sich um und bekommt mehr Informationen zu diesem Artikel. Jetzt aber passiert Folgendes. Natürlich bringt man nicht nur Informationen vom Kölner Stadtanzeiger, sondern Sie sehen hier, wir greifen auf andere digitalen Quellen des digitalen Alltags zurück. Twitter beispielsweise, Munzinger-Daten, natürlich Wikipedia, Wikimedia, tolle Bilder natürlich drinnen, Kartendienst Bing und DigID, übrigens interessante Plattform hier, aufgebaut vom WDR. Sollten Sie sich mal anschauen.
die Daten des analogen Alltags werden in die digitale Welt sozusagen transferiert. Und auch da haben wir wunderschöne Bilder und Videos, nicht von Archivaren, sondern von Menschen wie du und ich, die eben ihre analogen Bilder und Videos, also ihre alten Super 8 Videos zur Verfügung stellen, um sie hier anzubieten. Das heißt, was wir hier machen, wir reichen quasi jetzt diesen Datenraum an und der Benutzer kann jetzt quasi auch weiterführende Informationen bekommen. Gleichzeitig sehen Sie hier, wird der lokale Bestand der Kölner Bibliothek hier dargestellt. Das heißt, das sind die Bücher, die es in der lokalen Bestand gibt, die einen thematischen Bezug zu dem Inhalt hat, den sich der Benutzer gerade anguckt. Also quasi hier eher das Stöbern, das Explorieren und parallel dazu mal quasi noch hier peripher baut sich halt das Bücherregal immer wieder um und zeigt mögliche Bestände, Medien aus der Stadtbibliothek Köln, die einen thematischen Bezug zu dem Thema haben, wofür sich der Benutzer gerade interessiert. Das ist quasi sozusagen das Konzept und die Idee, die hier dahinter steckt, hinter dieser Installation. Und wir haben hier relativ viel Text, aber auch Bilder und Video und Karten. Also das Ganze ist sehr anschaulich gemacht, nicht nur textlastig, das ist ja wichtig. Und Sie sehen hier, sortiert sich immer wieder um. Das ist quasi jetzt der lokale Bestand, der hier dazu passt thematisch. Und wenn man dann quasi hier genug exploriert hat und sagt, okay, jetzt lass mal gucken, was haben die überhaupt hier in Köln, was spannend und interessant ist, dann wendet man sich quasi der linken Seite dieser Installation zu und Sie können dann quasi eines der Bücher, wie Sie es jetzt schon vorhin gesehen haben, antatschen, dann fällt es herunter aufs Lesepult und Sie können hier jetzt quasi gucken, wo steht es überhaupt im Bestand der Bibliothek, aber Sie bekommen jede Menge weiterführende Informationen, die eben nicht aus dem OPAC alleine kommen, sondern hier zapfen wir ganz viele Quellen an. Library Sync beispielsweise, Wikipedia zapfen an, um mehr zum Autor zu bringen. Das, was natürlich normalerweise Benutzer auch machen, wenn sie im Web recherchieren, bieten wir hier quasi an. Sie drücken auf einen Print-Button und hier jetzt der Brückenschlag zur analogen Welt. Hier kommt ein kleiner Streifen raus, wo der Standort und die Signatur ist und damit können Sie jetzt zum Freihandregal gehen und können sich das Buch sozusagen mitnehmen. So, das ist der eine Teil dieser Installation. Der zweite nennt sich Tiefenrausch, der also nicht mehr das Stöbern im Blickwinkel hat, sondern da geht es jetzt wirklich darum, das gezielte Recherchieren zu unterstützen, allerdings auch in einer, wie Sie schon vorher gesehen haben, begreifbaren, facettierten Art und Weise. Wir haben jetzt im Prinzip das System Facet Search, ich sage jetzt einmal öffentliche Bibliotheken tauglich umgebaut, also nicht für den Einsatz im wissenschaftlichen Bereich, sondern wie könnte das im öffentlichen Bibliotheksbereich funktionieren. Wir haben wieder versucht, diese Transparenz der Suchanfrage, das Kollaborative zu unterstützen, eine reichhaltige Ergebniserstellung und auch eine gewisse spielerische Komponente in dieses System einzubringen. Auch hier jetzt ein kleines Video, das System ist also noch relativ kurz im Einsatz in dieser Ausbaustufe, also ich suche Bücher von Stephen King, ob auf Deutsch oder Englisch ist mir egal, aber nur neue, die alten kenne ich alle schon und auch E-Books würden mich jetzt interessieren, nicht nur traditionelle Bücher quasi. Das ist das Informationsbedürfnis und Sie sehen hier, da verbergen sich eine Reihe von Facetten dahinter, eben wie Sprache, Medienart, dann natürlich der Autor und das Erscheinungsjahr. Das bilden wir wiederum auf solche Facetten ab. Hier haben wir jetzt nur vier Facetten definiert, die haben auch eine fixe Form, sind ganz klar zu erkennen als solche, kann man aufstellen und sagt, okay, ich möchte nur Bücher und E-Books. Sie sehen schon, hier perlen die Luftblasen des Quellentauchers heraus, das sind genau die Bücher, die jetzt quasi dieses Filterkriterium erfüllen und so können Sie jetzt quasi wiederum spielerisch, jetzt hier die Sprache und hier ist ganz klar, hier gibt es nur diese eine Facette, nämlich Sprache und das Ganze ist stark runtergestrippt auf den Bereich öffentliche Bibliotheken und so können Sie jetzt quasi mit Hilfe dieser vier Bausteine Ihre Suche spezifizieren. Sie können jetzt hier auch Suchbegriffe eingeben, bis zu vier Suchbegriffe, die dann miteinander verodert werden und hier kann er jetzt beispielsweise Stephen King eingeben und weiter quasi sozusagen den Filterprozess fortsetzen. Die Perlen steigen auf und oben auf dem oberen Display werden eben dann die Ergebnisse dargestellt. Das heißt, Sie haben permanentes Feedback, Sie sehen sofort die Ergebnisse, hier können Sie jetzt den Zeitraum noch einschränken, auch eine wichtige Facette. Und dann sehen Sie die Ergebnisse wieder oben dargestellt. Auch hier können Sie dann interagieren, drauftatschen, bekommen mehr Informationen, können es wieder ausdrucken, um den Brückenschlag quasi wieder zum Bücherregal zu machen. Und das ist quasi die zweite Komponente, die wir realisiert haben. Wir sind jetzt dabei, das Ganze praktisch zu erproben. Das heißt im Klartext, wir werden vor Ort die Benutzer beobachten, Teilnehmer die Beobachtung, Befragung durchführen und feststellen, ob sich diese Konzepte und Ideen bewährt haben. Das wissen wir noch nicht. Das ist jetzt noch in Arbeit. Das kann ich hoffentlich am Ende des Jahres berichten, aber momentan haben wir es einmal sozusagen realisiert und jetzt in the wild ausgerollt, um es tatsächlich zu erproben.
Kommen wir schon zum Schluss meiner Ausführungen. Was ich versucht habe, Ihnen heute zu zeigen, ist, wie man die Zugänglichkeit zu Wissensspeichern auch oder anders gestalten kann. Ich will nicht unbedingt sagen besser, das wird sich erst zeigen, ob das alles besser ist, was wir uns hier überlegt haben. Es ist zumindest eine andere, eine neue Qualität, indem wir versucht haben, es aus unserer Meinung nach etwas intuitiver zu gestalten, stärkere Transparenz in den Rechercheprozess zu bekommen, auch kollaborative Recherche zu unterstützen und vor allem auch der Versuch, eine Verbindung des Bibliotheksbestandes zu den Daten des digitalen Alltags herzustellen, denn natürlich interessiert uns natürlich oft eine öffentliche Bibliothek, gibt es aktuelles Zeitgeschehen und ich möchte dann dazu eben mehr wissen, wenn irgendwo wieder ein Bombenanschlag passiert ist beispielsweise oder irgendwie Prominenter sozusagen ins Gefängnis wandern muss, aus irgendwelchen Gründen kann es ja sein, dass jemand mehr zu dem einen oder anderen Thema wissen möchte, also Sport, Kultur, aber natürlich auch Politik, aber auch Tratsch und Klatsch waren vier Rubriken, die wir quasi jetzt versucht haben, hier einzubetten, um dann diesen Brückenschlag zu realisieren. Wenn Sie mehr zu den Projekten erfahren möchten, dann gibt es bei uns natürlich auch eine Website, die es hoffentlich auch noch in 50 Jahren geben wird, weiß man nicht, wo Sie dann eben sich mehr zu den verschiedenen Projekten angucken können. Alle Videos, die Sie gesehen haben, finden Sie auf der Website oder auf unserem YouTube-Channel. Das ist alles transparent, alle Publikationen, also mehr Informationen jederzeit nachprüfbar, abrufbar. Viel Spaß beim Lesen, beim Recherchieren und Stöbern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank für den inspirierenden Vortrag. Die Medienflut hat uns jetzt ein bisschen in Zeitprobleme gebracht und die Pause ist sowieso kopiert. Ich denke mal, wir haben noch so 5 Minuten vielleicht als Kompromiss. Würde eigentlich um konzise Fragen bitten. Bemisst sich ja stark auch nach der Qualität der Metadaten. Haben Sie da auch Semantisierung drin schon? Also die Frage, wie bohre ich die doch zum Teil sehr dürren Metadaten, die mir da geliefert werden von Providern oder von Bibliotheken, wie bohre ich die noch auf? Gibt es da, das ist eine andere Baustelle, aber auch innerhalb der Informatik sicher eine spannende Frage. Spannende Baustelle, nicht unsere Baustelle, wird aber immer wieder zu unserer Baustelle, hat uns auch in diesen Projekten eingeholt natürlich. In Konstanz an der Bibliothek haben wir das Glück, da gibt es sehr gut gepflegte Daten, da gibt es zum Beispiel Facetten, nicht jede Bibliothek pflegt Facetten, damit ist so ein System auch schon sehr schwierig zu realisieren, eigentlich nicht zu realisieren, platt ausgedrückt, oder Sie müssen die Facetten erst generieren, was aufwendig sein kann. Beim Bereich der öffentlichen Bibliotheken deutlich schwieriger, also die Qualität dessen, was wir arbeiten mit den Daten des OPACs. Und da ist nicht so wahnsinnig viel drinnen. Manchmal stimmt da nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen oder wie sich das vielleicht die Bibliothekare gedacht haben. Das ist natürlich auch eine Facette dieses Systems, dass es gnadenlos zum Vorschein bringt, wie die Qualität ihrer, was heißt höhere Transparenz, das heißt natürlich auch mehr Transparenz zur Qualität ihrer Daten. Das ist, was vielleicht den Benutzer weniger interessiert, der leidet darunter, aber für die Bibliothekarinnen und Bibliothekare ein interessanter Aspekt sein kann, um daran zu arbeiten. Wir arbeiten daran, indem wir sehr stark mit Datenanreichung arbeiten. Was extrem schwierig ist, ist der Brückenschlag hier, dass der wirklich gut funktioniert. Das Bild ist schon weg. Der Brückenschlag zwischen dem digitalen und Bestand des Alltags und dem in der Bibliothek. Das heißt, da arbeiten wir mit Heuristiken, optimieren, handgestrickt. Und das ist eine absolute Individuallösung. Und im Endeffekt muss sich jeder klar sein, dass natürlich die Regeln, die sich hinterlegen, erfolgskritisch sind. Und das ist etwas, was quasi für jede Bibliothek, befürchte ich, wahrscheinlich in gewissem Sinn momentan individuell gemacht werden muss. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Das ist nicht nur Oberfläche, die Oberfläche lebt natürlich auch von der Qualität der Daten. Ja, Siebert, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Reiterer. Fand ich spannend, würde das Produkt gerne sofort einsetzen. Müsste vielleicht folgende Weiterentwicklung erfahren, aber vielleicht habe ich irgendetwas nicht ganz richtig verstanden. Sehe ich das richtig, dass es im Moment nur einsetzbar ist, ich sage mal an einschichtigen Bibliothekssystemen und jüngeren Bibliotheken, die noch ihren kompletten Bestand in Freihand an einer Stelle haben? Ich zum Beispiel müsste für, ich sage jetzt mal das Fach Germanistik,
bräuchte ich ein Regal, das sowohl den Freihandbestand in der Zentralbibliothek mit dem Freihandbestand in der Instituts- oder in einem dezentralen Standort mit dem im Magazin befindlichen Bestand kombiniert. Die E-Books werden bei uns noch nicht systematisch erschlossen, wäre dann ein weiteres Problem. Zweite Frage, meine Suchmaschine, die ich in der Bibliothek anbiete, integriert sowohl den Bestand, den ich lokal vorhalte, lizenzierten Bestand, als auch Bibliografien. Das heißt, ich biete meinem Nutzer im Moment ein Gesamtergebnis von lokal vorhandenen Beständen, aber auch Beständen, die nicht da sind, Zeitungsartikel und so weiter und so fort, damit er ein Gesamtergebnis hat. Wie können Sie das simulieren? Oder ist das eine Limitierung, die ich jetzt dem Nutzer zumute und ist es dann ein Produkt, das ich mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, für Bachelor- und Masterstudenten einsetze? Also jetzt fange ich mit der zweiten Frage an. Da ist ganz klar, natürlich können Sie alles, was Sie an Beständen haben und auch weiterführende Sachen anzeigen, auch wenn die Dinger nicht, die Medien nicht im Bestand der Bibliothek verfügbar sein sollten, sondern die können Sie halt dann dort nicht aus, können Sie vielleicht dann durch eine Fernleihe bekommen. Im Prinzip ist ja immer der Brückenschlag zwischen dem System und dem existierenden Katalogsystem. Also wir haben keine neuen Leihsysteme gebaut. Die ganzen Leihsysteme verwenden wir weiterhin. Wir haben die quasi, und auch den OPAC haben wir quasi ausgetauscht und mit einer neuen Oberfläche versehen. Wir verwenden die ganzen Systeme, die es heute gibt, im Hintergrund. Das heißt, die Funktionalität existiert weiterhin, sie wird halt nur anders präsentiert. Also so gesehen ist das, wie Sie das im zweiten, Ihre zweite Frage machen, ganz klar möglich, das zu tun. Zur ersten Frage ist mir nicht ganz klar geworden, was jetzt die Frage war, ob Sie wirklich die Bestände physisch zusammenführen müssen. Sie müssen sie nicht physisch zusammenführen. Wenn Sie sie nicht physisch zusammengeführt haben und der Benutzer weiß, okay, jetzt muss ich mich dorthin begeben, dann muss er das halt tun. Im Idealfall haben Sie das. Wenn er ins Magazin gehen muss oder jemanden ins Magazin schicken muss auch, dann ist sozusagen dann eben die Information, die er weitergibt oder die im Katalog für ihn quasi unter seinem Benutzerprofil abgespeichert wird, die Information, die dann den weiteren Prozess anträgt. Was wir hier ja nur unterstützen, ist eine andere Form des Rechercheprozesses. Wie das weitere Handling abläuft, ob das sozusagen in der Magazinbibliothek ist, in der Freihandbibliothek, ist völlig egal. Wir haben uns jetzt wirklich auf den Rechercheprozess fokussiert und den mit einer neuen Art der Präsentation und der Interaktion versehen. Letzte Frage. Also mich hat das außerordentlich beeindruckt und, wie ich sage, salopp begeistert, was Sie vorgestellt haben. Ich musste einen Artikel über Renaissance, Reflexionen des Traumes in der Renaissance schreiben, habe wochenlang bibliografiert, bin nach London zum Warburg-Institut und hatte alle Probleme in einer Stunde gelöst, weil dort die Bücher nach dem Prinzip der guten Nachbarschaft aufgestellt sind, in einem System, das sich dem OPAC-System widersetzt. Das ist der Konflikt zwischen University of London und dem Warburg-Institut, das durch die Presse ging. Es ist jetzt im Sinne des Warburg-Instituts entschieden worden, nach jahrelangen Kämpfen. Mhm. Ihr Versuch, die Fuzziness neben die Präzision zu bringen, also das Zufällige, Assoziative, ist großartig, aber die Erfahrung des Warburg-Instituts, es erfordert noch mehr Sachverstand, als normalerweise schon vorhanden ist. Deswegen Ihre Antwort eben, dass Sie es übergeben, nicht Ihr Problem ist. Es erfordert noch mehr Fachwissen, um dieses zu ermöglichen, indem ich völlig, auch das Zweite mit den Buttons, das ist wie die Leibnizischen Charakteres, so denkt man. Das ist, finde ich, großartig. Aber wie leisten Sie die gute Nachbarschaft über dieses eher zufällige, assoziative System? Also klar, das können Sie nicht jetzt durch die digitale Welt alles simulieren, aber es stellt natürlich voraus, dass Sie eben das in einem System abbilden. Und das ist klar, Sie brauchen den Fachverstand bei der Entwicklung des Systems, um es dann im System realisieren zu können, abbilden zu können. Wenn Sie es einmal geschafft haben, dann haben Sie als Benutzer eben beispielsweise in diesem Hybrid Shelf die Möglichkeit, das sozusagen on the fly zu bekommen, aber es muss natürlich vorher jemand geben, der sich genau darüber Gedanken macht und das semantisch zur Verfügung stellt. Weil was passiert im Hintergrund? Wir analysieren natürlich die Daten, müssen semantisch auswerten, bieten dann bestimmte Sichten auf diese Daten an und was Sie jetzt im Prinzip gesagt haben, sind einfach verschiedene Sichten. Für Sie ist vielleicht die eine Sicht besser, für einen anderen ist die andere Sicht besser und Sie haben eben als Benutzer die Chance, einfach alternativ verschiedene Sichten auszuprobieren, bis Sie die finden, die für Sie sozusagen die adäquate ist. Sie kriegen quasi ein Angebot und Sie haben die Chance, daraus auszuwählen. Aber es muss jemand geben, der diese Sichten vorher definiert, baut, semantisch erfasst, einem Algorithmus zuführt, also algorithmisch abbildet, damit sie das Ganze automatisiert machen können.
Und das ist natürlich die Herausforderung. Und das wird jetzt, wie immer, beim Essen kommt der Appetit. Wenn Sie solche Systeme ausrollen, dann kommen ganz viele neue Fragestellungen und dann müssen Sie wieder in die Daten eintauchen, müssen sich Gedanken machen, wie kann man diese Auswertung, diese Semantik, diese Sicht definieren. Das ist ja schön, oder? Ich meine, das ist ja auch der Sinn. Und wir Informatiker sorgen dafür, dass uns die Arbeit nie ausgeht, indem wir solche Systeme ausrollen und dann, genau, kommen neue Anforderungen und Wünsche und so kommt das System dann quasi ins Rollen. Aber nur durch Ausprobieren kommen Sie überhaupt auf solche Gedanken. Kann man letzt steigern, vielleicht durch allerletzte, Frau Hetscher würde gerne noch eine Nachbemerkung machen. Vielen Dank, Herr Reiterer. Das ist natürlich immer perfekte Werbung, auch für die Bibliothek der Universität Konstanz. Ich möchte für die Kollegen einfach noch sagen, das Hybrid Bookshelf wird tatsächlich ein Produkt, das dann auch durch eine Firma vertrieben werden wird. Das heißt, da kann man, wir werden das ausrollen jetzt im Laufe des Jahres. Da wird es dann auch Informationen dazu geben, wie man da tatsächlich arbeiten kann. Und nochmal, das ist Forschung, was Herr Reiterer macht. Und wir sind das Anwendungsobjekt. Und was dann davon tatsächlich ins wirkliche Leben dauerhaft überführt wird, bewegt sich eben an dieser Anwendungsschnittstelle. Beim Hybrid Bookshelf gelingt uns das gerade. Bei der Facet Search können wir das in Teilen auch tatsächlich so machen. Das heißt, wir sind dann auch durchaus Ansprechpartner für Leute, die Interesse haben, das auch einsetzen zu wollen. Gut, nochmal vielen Dank an Herrn Reiterer, vielen Dank an die Diskussanten.